Was mit? Zu sechst in Haven. Jetzt gucken wir mal hier, was das Leben bringt. Es gibt Panzerhelikopter und irgendwelche. Hast du das jetzt geschafft, Soldaten auszuschalten? Nein, da gibt es keine Einstellung. Gibt's nicht, ja, habe ich mir gedacht. Okay. Aber ich habe keine gesehen im letzten Match, ehrlich gesagt. Jetzt gucken wir mal. Das hat mich aber vorhin echt. Also. Ja, egal. Okay, Lobby ist voll hier. Nice. Jetzt gucke ich mir die ganzen Dudes mal an, wie die aussehen. Hast du Fragen, Jetre? Du bist in so ein Gebäude reingelaufen, wo Soldaten drin waren, oder wie? Ja, es gibt hier so Pillarsoldaten, so ähnlich wie ja, auch noch. Und bist du dann einfach reinmarschiert. Ich nicht, aber ich dachte, ich wäre, also vorhin. Ah ja, okay. Naja. Der schwarze Skin ist ultra beliebt gerade. Ja, der schwarze Skin ist ultra beliebt. Machst du sehr gut. Oh mein Gott, Leute, was tun wir uns da an? Und das an einem Sonntag. Ja, und ich dachte, Custom-Server wäre nicht so stressig. Ey, ja. Ich sag's dir. Ist es aber auf normalen Maps auch nicht. Ja, das stimmt. Das Haven ist da schon ein Spezialfall, weil halt überall nur Ecken sind, wo ein Killkarfen mit einer Pumpe dahinter stehen könnte. Was? Was hast du denn mit mir und der Pumpe? Ja, und wird langsam zum Gammelfleisch, die Ratte. Ja. Sitzt ja. Irgendwo schon im Zentrum und wartet auf uns. Ist okay. Kannst du mit leben. Du auch ganz anders. Was meinst du? Ich hab den inneren Rennheim schon gefunden. Du spielst in letzter Zeit auch anders. Du ratest die ganze Zeit rum. Wirklich? Du bist voll der Campo geworden. Ey, nee, ja? Warte mal ab. In der letzten. Bis auf die Spiele mit Dings mit Turtles. Ja, da kannst du nicht campen, weil der rennt einfach weg und metzelt den Server leer in der Zwischenzeit. Und dann erwartet er einfach, dass er hinter dem ist, um ihn dann zu reviven. Ja. Und er dann noch einen übrig gelassen hat, der ihn dann weggemacht hat. Ja. Also Turtles ist hart ambitioniert unterwegs auch, das muss man echt sagen. Und das Witzige ist, der hat ja, ich weiß gar nicht, Level 100 irgendwas, also nicht wirklich hoch, ne? Aber der spielt ultra gut, also... Das finde ich schon crazy. Was macht eigentlich der Hubschrauber, der da rumsteht? Der spottet dich. Der macht nix. Der haut mal Licht auf dich. Der macht nix. Sollt weg, geh da mal hin. Doch, ich glaube, der kann. Der spottet. Also die Panzer sind da, um zu schießen, aber ich glaube, der spottet nur und verrät deine Position, wenn du draußen bist. Echt? Ja. Mhm. Okay. Killkaffen hat gesagt, der macht Aua. Ja, wenn mich Leute beleidigen, dann macht das auch Aua, obwohl sie mich nicht berühren. Ich könnte das ja ausprobieren. Wir testen das alles. Bescheid. Wie eure Erfahrungen so sind. Ich bin da offen. Ach Gott. Ja, es ist jetzt schon stressig. Ja. Finde ich nicht. Ich finde es sehr entspannt. give it time, ja. Das Entspannteste ist, dass man gefühlt die Waffen findet. Oder Helm, oder Weste, oder Rucksack, oder sonst irgendwas. Ja, das... Habt euch lieb, Jungs und Mädels. Nee, wir haben heute nur Jungs dabei, ne? Ja. Lela ist ja sonst immer da. Ja. Wo sind die eigentlich heute? Kirche. Okay. Ministerien. Beide. Bitte nochmal? Sind? Ministrieren, okay. Die Ministerien beide, ja. Okay. Was heißt das? Ja. Ja. Müssen wir keine, nicht in der katholischen Kirche. Das ist der Killkarfen, ja. Ich bin... Verbrenne. Ja, okay. Nicht Antichrist hier, wie heißt denn das andere? Nicht Anarchist. Anis, so, das war's. Das andere A. Anis? Was? Nee. Anis mag ich nicht. Schmeckt Anis, nicht gut. Ja, achso. Die drei geheimen A's. Oh mein Gott, Leute. In welche Richtung biegt diese Diskussion gerade ab?
Noch sind keine. Während den Anfängen. Ja, aber... Ey, es ist doch zum Mäusemelken. Ja, das ist aber eine Friemelarbeit, Mäuse zu melken. Ja, hast du schon mal probiert? Ich kann es mir vorstellen. Aber warum stellst du dir das vor? Also ich will es mir nicht vorstellen. Ach so. Ich glaube, da haben sich zwei gefunden. Ja, das ist ein Träumchen. Ist ein Träumchen. Gibt es hier auch Viererscopes oder größer oder nur drei? Brauchst du auch nicht. Du guckst ja eben genau ins Gesicht. Also ich überlege, ob ich überhaupt noch hier einen Sniper mitnehme in irgendeiner Art und Weise. Das stimmt. Also du hast eigentlich nie... Also hier wirst du nicht groß zum Snipen kommen. Ist echt so. Wenn du einen Vectorscope hast, dann guckst du sowieso an dem Jungen vorbei. Also ich habe echt das Gefühl, dass er jeden Moment einer um die Ecke stehen kann, ne? Richtig. Erinnerst du dich noch, als du gesagt hast, bisher finde ich es ganz entspannt? Ich glaub, 3 Minuten später. Ja, genau, genau. Ja. Meanwhile in Bikini Bottom. Ja. Da fühlt man sich direkt heimelig. Oh, scheiße. Wenn man verpennt hat, dass die Zone da auch noch existiert. Das ist schlecht. Ja, das ist wirklich schlecht. Gibt es eigentlich sowas wie Zweierhelme und Zweierwesten auf dieser Map? Ja. Hab ich gefunden. Du nicht? Nö. Dann solltest du dir mal einen anderen Droppunkt suchen. Ich bin eigentlich ganz froh mit da, wo ich, also da, also hier. Bis auf, dass es halt keine... Ach, da. Eine Weste. Wie schön. Diese Geräusche hier. Was halt auch mies ist, es gibt Decoy-Granaten. Also das ist ja... Granaten. Ja, das ist halt dann noch schlimmer. Heute wird ohne Helm gespielt. Ich habe keine Magazine außer für DMRs. Ich glaube, Medipack brauchen wir auch nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Schade, dass ich keine Sniper habe. Da laufe ich hier gerade vor der Flinte rum. Ich habe gerade einen von euch gesehen, ja. Da ist gerade irgend so ein komisches, weirdes, kleines Haus und rennt an einem roten LKW vorbei. Okay. Dann läuft der gerade vor mir weg und du siehst mich gerade. Oh, Scheiße. Oh, ey, also ganz ehrlich, die Map, das kann ich meinem Herz nicht so oft antun. Die ist zu hart. Ist das sonst auch? Vor allem, wenn die Leute noch schwarz angezogen sind. Es ist wirklich, ja, das ist wirklich ultra. Unter anderem ich. Oh, God bless. So, wer ist da jetzt in den reingerannt? Ja, wir haben uns beide lange in der Garage angeguckt. Ja, ich glaube erst. Okay, und jetzt kommt Killkaffen zu mir. Habe ich dich verletzt? Nein. Okay. Ja, genau, ich komme jetzt zu dir und dann können wir ein Kaffeekränzchen machen, weil ich bin Pazifist, weißt du? Das ist gut. Macht der Panzer jetzt eigentlich... Der macht nichts. Der macht nichts. Killkaff. Was denn? Jetta! Jetta! Spielt jemand Schrotze. Das ist geil. Das ist so witzig so, ja. Careful what you wish for. Ja. Ich sehe ihn sogar. Wie schön. Sei brav, bitte.
Ich bin immer brav. Ich bin gerade voller Adrenalin. Ja, pass auf, der Panzer kommt. Ah! Oh, Alter. Frage, sieht er dich jetzt? Ist das ein Bug oder funktioniert das ohne Probleme? Nee, 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 nee. Oh, da ist auch der Heli. Oh. Dusch. Wer lebt denn jetzt noch? Rest, oder? Rest und du. Und du? Ja, ich weiß nicht. Kann ich, ja, ja, weiß ich nicht. Oh. Scaredness Level intensifies. Ja, da war ich auch gerade drin, Riss. Und wie ist es so? War schön. Ich glaube, wenn Riss, die Anspannung ist gerade massiv gefallen, ja, dass ich nicht mehr drin bin, weil ich bin, glaube ich, sein. Ja, ist sein, der Angstgegner. Ja, genau. Der wartet, bis ich mich irgendwo hinlege und dann einfach mal so ein Magazin aus der MG drauf. Ja. Das ist immer sweet so. Ich glaube, wir hätten uns übrigens gerade die Hände schütteln können. Ja, du? I'm available. Das war nicht so der gute Move von mir gerade, glaube ich. Oh, er hat am Schluss doch noch getroffen. Digga, die letzte Kugel. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er noch was trifft. Ich habe mir gedacht, der macht das Magazin jetzt leer. Warte mal, jetzt gucke ich mir das an. Oh, wie dumm ich gerade da hochgeklettert bin, wie. Ja. Das war mein eigener Fehler. Ich hab versucht, dich zu warnen, aber du wolltest nicht hören. Das war mein Fehler. Ich kenne die Karte immer noch nicht gut genug. Dass man sich an der Stelle nicht hochziehen kann, ist irgendwie, finde ich, wieder so ein Kartenbug. Ich hatte letztens eine schöne Szene bei Rondo. 2 gegen 2. Einer kloppt einen weg hinterm LKW. Also mein Mate. Yeah. Und ich versuche sie dann wieder zu beleben und die sind da hinter am Campen, links und rechts. Und dann habe ich mich einfach unter den LKW gelegt und habe die nach und nach weggeschossen. Ich wusste nicht, woher das kam. Das war ja. Super. Das ist also waren jetzt auch noch Noobs, ne? Also die wussten halt nicht, dass das so ein Spiel dreidimensional funktioniert. Das ist aber solche Situationen, das ist wirklich, jedes Match läuft anders bei PUBG. Das ist das Coole an PUBG, echt. Also du kannst dich eigentlich wirklich an die meisten von diesen Kills immer noch erinnern, weil die so episch sind. Wenn du Quake spielst, dann ist ein Kill wie der andere sozusagen. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal ruhig sein für das Endmatch. Wird dir auf F5 zugucken? Also so, Nur derjenige, der ruhig geschossen hat. Man kann durchschalten mit Bild auf, Bild ab. Aber wir können dir, wenn du willst, Killkarpfens Koordinaten durchgeben auf der Karte. Nee. Also der Rest ist vom Killkarpfen erschossen worden, da könnte sagen, wo das steht. Ja, genau. Und ich kann das Gegenteil, ich kann sagen, wo der andere steht. Aber ich kann Karte nicht lesen, also insofern keine Gefahr für euch. Oh mein Gott. Um den Druck aufzubauen. Also um Druck aufzubauen. Wir wissen, wo du stehst. Ja, du wirst irgendwann wirst du sterben. Wir sind jetzt alle. Wir sind alle Teammitglieder. Okay. Und genau, und Killkarpfen, da wo der gelbe Punkt, da steht der andere. Wir haben einen gelben Punkt auf der Karte, da steht der andere. Wenn du das gleiche siehst, solltest du dahin eine Granate schmeißen. Weißt du, was witzig ist? Dass ich ungefähr aus der Richtung, wo das kam, tatsächlich einen gelben Punkt habe. Ja, es stimmt. Also genau in deinem Örtchen. Ich habe dir gestern zugeschaut, Killkarpfen. Okay. Bei deinem Spiel. Ich glaube, ich war der einzige Zuschauer, glaube ich. Ja, das ist möglich. Am Schluss, meinst du jetzt nach unserem Stream dann noch? Weißt du, wie oft Killkarpfen Rechtag gesagt hat? Oh Gott, nee. Ich glaube, ich schaue mir das an. 50 Mal. 50 Nein. Mal oder was? 50 Mal. Ja. Safe nicht, warum? Ich davon ausgegangen, dass der Rest zuschaut. Ach so. Ja, aber der hat bei mir auch reingeschrieben. Ja, doch, ich hab auch mal reingeschaut. Und dann hab ich gesehen, nur ein Zuschauer, also. Mein Handy hat mir das verbuggt angezeigt. Bei mir waren halt, auf meinem Handy haben 3 zugeguckt, angeblich. Aber es wurde halt nicht das gezeigt, was geschrieben wird.
sondern das wurde nur auf meinem PC gezeigt, den ich aber zu dem Zeitpunkt gar nicht... Ja, aber um ehrlich zu sein, also wenn ihr streamt, dann würde ich eigentlich sowieso nicht drauf gucken, wie viele Zuschauer da sind, weil das ist, ja, das macht eigentlich, also das macht eigentlich keinen Sinn. Am wichtigsten ist eigentlich nur, dass du dich aufs Zocken konzentrierst. Vielleicht den Chat würde ich beobachten, das macht mehr Sinn. Ja gut, kann ich ja nicht, wenn der nichts anzeigt. Oh, da kommt ein Panzer in die Zone. Ah. Den Panzer sieht man auch kaum, ne, in der Farbe. Ja, ist klar, ja. Killkarpfen ist eigentlich eine Killratte. Ja. Es tut mir auch leid. Das glaube ich dir nicht. Ich kann da nur leider nichts gegen tun. Nee, tut mir auch nicht leid. Ja. Links von dir, glaube ich, oder? Auf dem Berg. I love it. I love it. Ich nicht. Also weiter links. Ja, hab ich mich schon. Leute, hört doch mal auf! Das ist jetzt ein bisschen unfair. Nee, irgendwie macht das hier beide nervös, ich weiß nicht. Also. Ach, wie geil! Ich kann heute nicht, ey, du hast. Mehr. Oh Mann, das wäre so ein Freebie gewesen. Ich dachte, du hast mich angeguckt. Nee. Ja, doch, hast du. Zweimal angeguckt. Ach, das wäre so ein Freebie gewesen. Killkarpfen. Mensch ins Kind. Eine bessere Knarre hätte es für die Situation nicht gegeben. Doch. Die UMP. Ich hätte die UMP nehmen müssen. Oh mein Gott, okay. Warum hast du nur einmal geschossen? Ich habe zweimal geschossen. Nee, einmal. Doch? Nein, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.